die Berechnung der Dachflächenfenster erfolgt als allererstes einmal nach den geplanten Größen. Beachten Sie bitte, wir haben in den Branchenmodellen Massiv- und Holzbau bei der Ausführung der Dachflächenfenster, welche in der Kalkulation hier in der Voreinstellung der Sonderausstattung im Standort festgelegt wird und projektweise umgestaltet werden kann, sowohl Rotofenster hinterlegt als auch Veluxfenster. Warum betone ich das nochmal, wenn wir über die Größe der Bauelemente reden? Hier ist es so, dass eben die Größen von Rotoelementen und von Velux-Elementen im Standort nicht gleich sind. Bedeutet also, es könnte sein, dass der eine von Ihnen nur in der einen Variante, der andere nur in der anderen unterwegs ist oder eben in beiden Varianten. Bedeutet schlicht und ergreifend eins, Sie dürfen wissen, je nachdem, was Sie geplant haben, wenn eben in der Kalkulation die Ausführung umgeschaltet wird, dass es dort in der Regel eben zu Größenanpassungen kommen kann. Was ich damit indirekt schon wieder sage, ist, wenn wir von Größenanpassungen reden, ja, auch die Dachflächenfenster werden wie alle anderen Bauelemente über Gruppenlogiken berechnet. Also wir haben als erstes mal die Ausführung entsprechend der Fenster mit GGU, GPL, GPU und der Roto-Variante 847. Gleichzeitig sehen wir, je Element kann elektrischer Antrieb, Regensensor, Thermostat, Rollladen und elektrischer Rollladenantrieb einzeln geschaltet werden. Das heißt also, diese Varianten können zum einen hier in der Systemsteuerung voreingestellt werden, zum anderen dann eben im Projekt definiert werden. Und wir sehen, wenn wir hochschauen, dass wir hier wirklich für alle Varianten unserer orangen Combo-Boxen, das heißt also die Globalsteuerung haben, die wir wie immer nicht in der Masterkalkulation bedienen, sondern die dafür da ist, dass wenn ein Kunde sich abweichend vom Standard der Baubeschreibung für sein konkretes Bauvorhaben dafür entschieden hat, zu sagen, meine Dachflächenfenster sollen so ausgeführt werden, die sollen alle entsprechend Windwächter kriegen und so weiter und so fort, dass sie eben diese Einstellungen hier global als Standard für den Plan festlegen können und dabei zum Beispiel eben, auch wenn bei Bauantragsplanung noch neue Dachflächenfenster oder andere Dachflächenfenster gesetzt werden, eben dann nicht mehr der Standard ihrer Baubeschreibung greift, sondern der hier im Plan schon entsprechend festgelegte. Unabhängig davon, dass eben elementweise das Ganze gesteuert werden kann, kann nochmal pauschal eine bestimmte Anzahl an elektrischer Steuerung links unten im Dialog erfasst werden. Wenn wir uns die Berechnung der einzelnen Positionen anschauen, gehen wir dafür einmal in der Kalkulation kurz auf unser Register Berechnung und haben dort entsprechend innerhalb der Voreinstellung der Sonderausstattung im Bereich der Bauelemente unsere Dachflächenfenster und haben als allererstes entsprechend bei den Ausführungen hier Zugriff auf die natürlich wieder in den entsprechenden Gruppen geführten Varianten. Was wir gleichzeitig sehen ist, dass eben auch die Auswechslungen separat gerechnet werden, jeweils nochmal Dachstuhl abhängig. Das ist letztendlich klar, wir machen einfach mal einen Doppelklick und gehen auf die Positionsebene hier der Velux-Dachflächenfenster. Eins hatte ich schon gesagt, Berechnung erfolgt über Gruppenlogiken. Das war indirekt durch das Thema unterschiedliche Größen bei Velux und bei Roto schon gesagt. Wir sind jetzt hier beispielhaft in der Gruppe Velux GGU. Wir sehen die Berechnung Gruppenlogiken Dachflächenfenster. Wir sehen, es wird Breite und Höhe entsprechend geprüft. Wenn ich die Combo-Box für meine Gruppen aufmache, sehe ich wieder an der Spalte, wo Ja steht, dass eben alle Dachflächenfenster, hier alle vier Ausführungen, eben über Gruppenlogiken berechnet werden. Das heißt also, die Gruppe prüft die Eigenschaften, die Position prüft die Größe und das Gleiche gilt eben auch für die Dachflächen. Rollläden für die Rote und für die Velux-Fenster. Wir sehen hier 54, 65, 74 als Breite als Beispiel und sehen halt 55, 66, 78. Das ist genau das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe mit diesen geringfügigen Größenabweichungen. Wenn wir uns das Ganze auf der Gruppenebene anschauen, dann sehen wir, das Bauelement, was geprüft wird, ist natürlich das Dachflächenfenster. Breite und Höhe wird berechnet. Die Eigenschaftsfilter, die entsprechend hier geprüft werden, ist natürlich ganz klar eben diese eine Ausführung des Dachflächenfensters mit GPL, GPU, GGU oder der Roto 847-Variante. Das ist das, was hier entsprechend berechnet wird. Gleichzeitig
haben wir natürlich neben den Positionen Stück Dachflächenfenster in der entsprechenden Größe, Stück Rollladen in der entsprechenden Größe noch die Zubehörberechnung. Wir haben das in der Oberfläche schon kurz gesehen. Das heißt also, wir haben zum einen Aufkeilungen für Dachflächenfenster, die halt einfach technisch nötig sind, wenn entsprechend die Neigungen unterschritten werden. In dem Falle hier von 20 Grad, das wird automatisch berechnet. Die elektrischen Antriebe für die Dachflächenfenster und für die Rollläden, wenn gewählt. Ebenso die Variante entsprechend mit Solar und Funk, der Regensensor, die Steuerung der elektrisch betriebenen Dachflächenfenster, die eben hier an der Stelle, das war das, was wir gesagt haben, was eben fensterunabhängig ist, links nochmal eingestellt werden kann, der Thermostat-Schalter für die Dachflächenfenster. Selbstverständlich alles das, was wir jetzt hier haben, ist im Elektrobereich nochmal so hinterlegt, dass dort natürlich auch nochmal die entsprechenden Anschlüsse gerechnet werden. Das heißt, die Dachflächenfenster von der Berechnung über Thermostat, Rollladen und so weiter und so fort, soweit klar, Warnmeldungen, die entsprechend mit dranhängen, sind ebenfalls vorhanden. Das heißt also, es gibt dort bestimmte Prüfungen, die nochmal dazu führen, dass eben im Ereignisprotokoll unter bestimmten auch geometrischen Konstellationen gesagt wird, bitte mal prüfen, ob da nicht eine elektrische Steuerung oder ähnliches nötig ist. Bedeutet, Berechnung, Dachflächenfenster, an der Stelle inklusive Rollläden, soweit klar. Lassen Sie mich bitte ganz kurz nochmal auf eins hinweisen. Im Planungsbereich wird im Moment der Rollladen hier beim Dachflächenfenster anders als bei den stehenden Fenstern und Terrassentüren nicht geplant. Das ist aktuell hier der Stand. Das bitte nochmal für Ihren Hinterkopf, sondern eben der Rollladen ist eine Eigenschaft, die eben in der Kalkulation geschaltet wird. Und das ist die Berechnung von Dachflächenfenster und alles, was entsprechend dranhängt im Branchenmodell Massiv und Holzbau.